Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik. Heute können wir eigentlich die Kritik schon mit dem Satz oder mit den Worten starten: Kansas City Shuffle. Wer diesen Begriff kennt, der braucht wahrscheinlich gar nicht weiter gucken. Wer ihn nicht kennt, sollte auf jeden Fall weiter gucken, denn es geht um Lucky Number 11. Lucky Number 11 ist jetzt schon ein wahnsinnig empfehlenswerter Film und wirklich ein absolut gelungener Film. Die Geschichte zu erklären ist sehr, 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 sehr schwer. Wir haben am Anfang des Films ein Paar, da geht es um ein Pferderennen, um einen Vater und um seinen Sohn, die eine Wette abschließen, und als dieses dann alles zu Ende geht, ist auf einmal der Sohn weg und der Vater wird gekidnappt und man weiß gar nicht so richtig, was da passiert. Alles sehr gewalttätig, sehr brutal, man weiß gar nicht, was da genau abgeht, und wir springen in die Jetztzeit und befinden uns auf einmal bei der Figur Slevin. Wie der Titel schon sagt, wird das wahrscheinlich die Hauptfigur sein, nicht wahr? Tja, Slevin wohnt eigentlich bei seinem Kumpel Nick Fischer. Der taucht bis irgendwie nie auf und auf einmal stehen bei ihm aber irgendwelche Gangster vor der Tür. Erst die eine Gangstergruppe, dann die andere. Und dann wird er zum einen Boss gebracht und zum anderen Boss, die sich zufällig gegenüber in zwei großen Hochhäusern auch immer wieder begegnen, weil sie dort ihre Hauptquartiere haben. Und eine ganz, ganz abstruse und obskure Geschichte beginnt. Lucky Number 11 erklären zu wollen, ist eine wahnsinnig komplizierte Sache. Sollte man vielleicht auch gar nicht machen, aus dem einfachen Grund, da es vielleicht viel Reiz aus diesem Film rausnimmt. Aber wir schauen uns erstmal einiges dazu an. Kansas City Shuffle. Da müssen viele Leute mitspielen, die oft außer einem kleinen Ereignis nichts verbindet. Gib mir einfach deine Brieftasche. Werde ich etwa überfallen? So fängt die Geschichte an. Cat ist in der Stadt. Good Cat? Wer ist Good Cat? Er taucht auf, es sterben Leute. Er verschwindet. Was suchen Sie in dem Buch? Das ist unser Mann. Nick Fischer. Wer ist das? Er ist eine Null. Der Boss will dich sehen. Wer ist der Boss? Der, für den wir arbeiten. Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ich wohne nicht hier. Ja, aber du siehst aus wie der hier wohnt. Ihr wisst doch gar nicht, wie der hier wohnt, aussieht. Er will damit sagen, dass du aussiehst, als wenn du hier wohnst. Ja, das will ich damit sagen. Was ist mit deiner Nase geschehen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich glaube, du solltest sie trotzdem erzählen. Naja, es gibt da so einen Typen, den man den Boss nennt. Verzeihung, wer sind Sie? Ich bin der Boss. Sie sind beim Falschen gelandet. Beim Falschen wofür? Für das, weshalb Sie mich sprechen wollen. Wissen Sie, weshalb ich Sie sprechen will? Nein. Woher wissen Sie dann, dass Sie der Falsche sind? Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, gibt's einen Typen, den man den Rabbi nennt. Wieso nennt man ihn den Rabbi? Weil er ein Rabbi ist. Schlomo will dich sehen. Ich kenne niemanden namens Schlomo. Niemand namens Schlomo kennt dich. Wie rechtfertigen Sie das, Rabbi zu sein und Gangster? Sie zu töten, bevor Sie mich töten, wäre koscher. Freunde von dir? Nicht direkt. Wo ist mein Geld? Ich bin nicht Nick Fischer. Wer sind Sie dann? Nur ein Typ, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Du wirst richtig gut. Danke. Ich bezahle Ihnen viel Geld, damit Sie einen umbringen. Ich bin ein Weltklasse-Killer. Keine Sorge, ich bring schon jemanden um. Wenn ich heute nach Hause komme und du solltest noch am Leben sein, wollen wir vielleicht essen gehen oder sowas? Also, wie ihr seht, wahnsinnig lustiger Film oder wahnsinnig interessanter, abgefahrener Film. Viele komische Dialoge, das sieht man bereits im Trailer. Lucky Number 11 ist fast schon ein Geheimtipp, weil ich immer wieder gesehen habe, dass viele Leute diesen Film gar nicht kennen. Woran mag das liegen? Der Film ist nie im Kino gelaufen in Deutschland. Wirklich war ein reiner DVD-Release-Film. Da seht ihr auch mal, dass es vielleicht ganz gut ist, dass es DVD-Kritik gibt. Sonst wäre es viel schwerer, über diesen Film was zu hören. Und der ist die DVD des Jahres 2007 geworden mit den größten Absatzzahlen, soweit ich weiß. Und das wirklich zu Recht. Lucky Number 11. Wir hören uns allein mal den Cast an. Da hatten wir Josh Hartnett, da hätten wir Lucy Liu, wir hätten Bruce Willis, Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley. Also das ist schon allein ein Grund, sich diesen Film anzugucken. Lucky Number 11 überrascht mit wahnsinnig stark Dialogen. Das ist unglaublich, was Morgan Freeman, wenn er zum Beispiel über den Schmu redet, so abliefert. Und ein Hin und Her. Und man kann auf der einen Seite wahnsinnig darüber lachen. Und der Film geht gleichzeitig mit einer Leichtigkeit hin und her. Das alles gepackt mit ein, zwei Twists, das heißt Wendungen im Film, mit dem wirklich keiner rechnet. Und da verrate ich auch nichts, wenn ich das hier einfach sage, dass es Twists gibt, weil da kommt sowieso keiner drauf. Lucky Number 11 ist einfach der
Hammer. Lucky Number 11 hat eine Action, hat eine Komödie, hat coole Bilder, ist einfach lässig und ist Entertainment pur mit wahnsinnig guten Schauspielern, die allesamt auf Hochtouren sind und kommt mit einer Coolness rüber. Allein schon das Endbild mit dem coolsten Song seit langem am Ende eines Films fasziniert einen. Lucky Number 11 kann man sich immer wieder anschauen, wird wirklich nie langweilig. Ich komme aus der Schwärmerei nicht raus. Und das völlig zu Recht. Also, wer Lucky Number 11 nicht kennt, hat was Wunderbares vor sich und ich beneide ihn oder sie, weil ich ihn ja nun schon kenne und würde ihn gerne nochmal das erste Mal sehen. Und kann nur sagen, egal zu welcher Zeit ihr euch den anguckt oder ausleiht oder besorgt oder mit Freunden guckt, ihr macht keinen Fehler und da kann ich euch garantieren, das ist der Hammer. Lucky Number 11, wirklich einer der allerbesten Filme. Natürlich kein, nicht, wahrscheinlich nicht so ein ganz großer Meilenstein der Filmkunst, aber ganz nah dran. Und deswegen für Lucky Number 11 9,5 von 10 Punkten. Also 9,5 Punkte für Lucky Number 11.